So, lass uns nochmal aufstehen. Wir wollen zusammen beten. Wir begrüßen auch alle Leute, die jetzt dabei sind online. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jesus, wir sagen danke, dass heute ein Tag des Himmels ist, in Jesu Namen. Und wir heute empfangen, was du im Himmel für uns vorbereitet hast. Wir kommen im Glauben zu dir und dein Wort sagt, wer sich dir nahen will, muss glauben, dass er ist und den, den suchen, ein Belohner sein wird. Wir kommen heute nicht als Besucher zu dir, wir kommen als Königskinder im Glauben heute zu dir. Und wir sagen dir danke, dass du heute Dinge freisetzt. Hier im Raum und online, in Jesu Namen, wir geben dir die Ehre und alle sagen, Amen. Sag deinem Nachbar, bevor du dich hinsetzt, sei bereit für den Himmel. Halleluja. So schön, dass du da bist. Und ich war jetzt für 2 Wochen war ich in meiner Auszeit mit Gott und habe dort gebetet, gefastet, kein Mensch um mich herum, kein Internet benutzt und so weiter, kein Handy, kein Telefon und war mit dem Herrn. Und dann hatte Gott mich wieder in den Himmel mitgenommen. Wollt ihr hören davon? Wunderbar. Lass uns unsere Ohren aufmachen, ohne Einleitung, direkt rein, ab in den Himmel. Jesus nahm mich mit und zeigte mir große, glänzende Wassermassen. Es sah ähnlich aus wie ein Meer. Jesus und ich standen am Rand, so ähnlich wie bei einem Strand vor einem Meer. Ich verstand, dass dieses glänzendes Wasser jedoch kein normales Meerwasser sein kann und fragte Jesus, was das für ein Wasser sei. Er antwortete mir und sagte, dass dies das Wasser des Lebens ist. Welches als Strom aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgeht. Ich erinnere mich sofort an Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom von Wassern des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Wir haben heute davon gehört, von dem Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Ich war fasziniert, wie viel Wasser das ist und welche enorme Kraft hieraus ausging. Weiter hinten sah ich den Baum des Lebens und sah dort die Blätter des Baumes, die zur Heilung der Nationen sind. Jesus erinnerte mich, dass diese Blätter weiterhin wirksam sind und ich die Heilung in die Nationen bringen soll. Die Atmosphäre vor dem Wasser des Lebens war sehr angenehm. Es strahlte einen Frieden aus und ein tiefes Leben strahlte es aus, welches voller Hoffnung und Kraft war. Sehr, sehr faszinierend. Ich will kurz Stopp machen, ich gehe gleich weiter. Jesus hat im Himmel Gott der Vater hat im Himmel einen Baum des Lebens, diesen Strom von Wasser. Und da steht drin, die Blätter des Baumes sind für die Heilung der Nationen. Diese Blätter sind heute hier aktiv im Raum und auch online. Wenn du Heilung brauchst, steh es auf. Leg deine Hand nach Markus 16 auf die Stelle. Die Bibel sagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden, geheilt werden. Amen. Jesus, ich danke dir, dass im Himmel diese Blätter des Baumes da sind zur Heilung der Nationen. Wir sind hier verschiedene Nationen. Und wir legen die Hände jetzt auf im Glauben. Dein Wort sagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ich danke dir, dass die Blätter des Lebens, vom Baum des Lebens, jetzt hier freigesetzt werden in Jesu Namen. Ich spreche aus. Heilung in dem Namen des Herrn. Neue Bandscheiben kommen jetzt zustande in dem Namen des Herrn. Neue Nacken kommen jetzt zustande in Jesu Namen. Bandscheibenvorfall kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Neue Herzen sprechen wir jetzt hinein. Neue Schultern, neue Schilddrüsen, neue Augen, neue Nasen in Jesu Namen. Danke, neue Herzen kommen jetzt zustande in Jesu Namen. Danke, dass jede Krankheit sich jetzt erheben muss und ins Meer werfen muss in Jesu Namen. Denn du hast gesagt, dass diese Blätter sind zur Heilung der Nationen. Wir nehmen es in Anspruch in Jesu Namen. Und ich danke dir auch für alle, die online dabei sind, dass jetzt Heilung fließt vom Thron Gottes in dein Körper hinein. Lass uns zusammen sprechen. Jesus, ich nehme an, im Glauben, deine Heilung für meinen Körper.
Durch deine Striemen bin ich geheilt. Amen. Darfst du gerne hinsetzen? Heute kam ein Zeugnis, dass du krasse Rückenschmerzen hattest, kamst her und absolut geheilt, ja? Weil du auch gestern, wir haben gestern gebetet, kannst du mal kurz aufstehen, wir haben gebetet, du hast richtig hinten Schmerzen gehabt. Was ist passiert? So richtig ein Strom durchgegangen, gell? Und heute vollständig geheilt. Hast du immer noch keine Schmerzen, ja? Alles gut? Gott ist ein Gott der Heilung. Er ist ein Gott der Heilung und er heilt. Er heilt, ja? Lass uns weitergehen, was hat Gott mir gezeigt? Weil ich habe eine Botschaft für die Gemeinde und das möchte ich dir mitgeben. Für die weltweite Gemeinde und für die Braut Jesu. Wir gingen weiter und Jesus zeigte mir einen Ort voller Menschen und himmlischer Wesen. Dieser Ort glich einem Marktplatz mit gepflasterten Steinen auf dem Boden. Und es war viel Leben an diesem Platz. Dort waren einige Menschen, die mit Engel sprachen, die in kleinen Gruppen zusammenstanden. Bei einigen Gruppen bekamen die Menschen Anweisungen. In anderen Gruppen erhielten die Menschen verschiedene Ausrüstungen, wie irgendwelche Zusätze am Gürtel. In anderen Gruppen wiederum wurden den Menschen wichtige Fragen beantwortet. Einige von diesen Menschen kannte ich sogar. Zum Beispiel sah ich dort den Ingolf Elsel im Himmel. Mit drei Engeln um sich herum stehen, welche ihm bestimmte Fragen beantworteten. Und ihm Handwerkszeugs aus dem Himmel mitgegeben haben. Auch sah ich die Gabi Wendland. Ich habe sie auch geschrieben. Dort, die gerade mit einer anderen Gruppe wichtige Informationen und Antworten erhielt. Keiner dieser Menschen dort oder himmlische Wesen hat mich bemerkt, da sie in den jeweiligen Gruppen sehr aktiv waren und beschäftigt waren. Dieser Ort beeindruckte mich sehr und ich fragte Jesus, was dies für ein Ort sei. Und er antwortete mir, dass dies der Ort des Rates und der Ausrüstung ist. Also der Ort oder der himmlische Ort des Rates und der Ausrüstung ist. Weiter sagte mir Jesus, dass hier Menschen von der Erde in den Himmel kommen und hier Ratschläge erhielten, Antworten und Weisheiten bekommen. Und dazu noch die notwendige Ausrüstung und Hilfen für die Umsetzung der jeweiligen Antworten. Ich verstand sehr schnell, dass dieser Ort ein Ort der Weisheit von oben ist. Und erinnerte mich an die Worte von Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Jesus zeigte mir, dass sein Volk auf der Erde an diesem Ort die Weisheit aus dem Himmel abholen können, und auch abholen sollen. Ich erinnerte mich an Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ich habe gesehen, dass die Kinder Gottes aus der Erde die Möglichkeit haben, um Weisheit zu bitten. Wenn sie das im Glauben machen, erhalten sie an diesem Ort im Himmel die erbetene Weisheit entsprechend den Zusagen Gottes. Zusätzlich erhalten die Kinder Gottes dort nicht nur die Antworten und die Weisheit für ihre Situation, sondern auch die notwendige Ausrüstung dazu, um diese Aufgabe gut lösen zu können. Hierfür stehen Engel im Himmel bereit, die von Gott diese Weisheit sehr gerne weitergeben wollen. Jedoch standen auch einige Engel an diesem Ort des Rates und der Ausrüstung einfach herum und haben nichts weitergeben können, da keine Menschen da waren. Ich fragte Jesus, warum dies so sei, und er antwortete mir, dass viele Kinder Gottes in seinem Volk auf dieser Erde immer noch versuchen, ihre Aufgaben, ihre Nöte, ihre Anliegen mit eigener Weisheit, mit eigener Logik, mit eigener Kraft zu lösen. Einige Kinder Gottes bedienen sich irdischer Weisheit, die sich zwar gut anhört, jedoch keine gute Frucht trägt. Und ich erinnerte mich an Jakobus 3, Vers 15 und 16. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, dämonische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.
Jesus sagte weiter, dass viele seiner Kinder nicht zu Gott kommen und ihn um Weisheit bitten nach Jakobus 1,5, sondern versuchen es einfach selbst. Ich erinnerte mich an Sprüche 28,26. Wer auf seinen eigenen Verstand vertraut, ist ein Tor. Hoffnung für alle, sagt noch ein bisschen schärfer, ist ein Dummkopf. Wer in Weisheit seinen Weg geht, wird gerettet. Leider ist es eine Tatsache, dass nur wenige in Gottes Volk um Weisheit von oben bitten. Jedoch hat der himmlische Vater bereits alles vorbereitet und gibt jedem in seinem Volk gerne und bereitwillig. Aber sein Volk muss im Glauben kommen und Gott bitten. Jesus sagte mir, Daniel, lehre mein Volk, dass sie die Weisheit von oben holen sollen und es nicht aus eigener Kraft versuchen müssen. Es ist bereits alles vorbereitet. Der himmlische Vater gibt allen freiwillig und macht keine Vorwürfe. Und ich entschied mich, dies weiterzugeben. Ich will kurz anhalten ich werde gleich weiterlesen, was ich im Himmel noch gesehen habe. Möchte aber auch diesen Punkt jetzt betonen, weil ich Jesus versprochen habe, dass ich sein Volk darüber lehre. Liebes Volk Gottes, hör auf, alles aus eigenem Verstand zu tun und nimm die Anweisung Gottes. Bitte. Ganz einfach. Meine Aufgabe, ich habe es Jesus versprochen, somit sage ich es. Wie ist es möglich, dass du das machst? Viele von uns haben eine Situation und du weißt nicht weiter. Gott, was soll ich tun? Links oder rechts? Und du hast keine Ahnung, weil du hast zwei Möglichkeiten und beide sehen schlecht aus. Manchmal hast du gar keine Möglichkeit, manchmal hast du nur eine Möglichkeit. Was sollst du tun? Und ich erinnere mich an Jesus, der auch so eine Situation hatte. Da war diese Ehebrecherin vor ihm. Und da steht drin, da wurde versucht, im Gesetz steht drin, du musst sie steinigen. Was sagst du? Er hatte die Chance zwischen steinigen und nicht steinigen. Zwischen schlecht und schlecht. Hätte er sie gesteinigt, würde er gegen das römische Recht verstoßen und er müsste weg. Hätte er sie nicht gesteinigt, dann würde er gegen das Wort Gottes verstoßen und würde als ja auch abgestoßen werden. So hatte Jesus zwei Möglichkeiten und beide waren falsch. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du manchmal in einer Situation steckst und du weißt nicht weiter und du schaust, hey, was ist die Möglichkeit von, was kann ich tun? Aussichtslos. Und dann denkst du nach und hast keinen Schlaf mehr. Du musst deinen Schlaf nicht hergeben dafür. Du denkst nach und hirnst, ja? Denkst nach und überlegst und versuchst du mit eigener Kraft irgendwie zu machen. Kommst du deinen tollen Arbeitskollegen, wie machst denn du das, googelst nach dem Problem, fragst deinen Pastor, deinen Lobpreisleiter, irgendwelche Freunde und so und versuchst es aus eigener Kraft. Menschen, die aus eigenem Verstand versuchen, Dinge zu lösen, sind laut Bibel Tor. Ein Tor. Aber wenn du die Weisheit von oben nimmst, dann wird's gut. Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht aus eigener Weisheit, er hat mit Weisheit von oben gearbeitet. Und er kniet sich nieder und schreibt auf dem Boden und wahrscheinlich hat er die Sünden dieser Leute aufgeschrieben, die dann gesehen haben, eigentlich müsste ich gesteinigt werden, weil diese Sünde ist Sünde und der Lohn der Sünde ist Tod. Lieber gehe ich weg. Da sind alle weggegangen. Das Problem war gelöst. Mit Weisheit von oben kriegst du nicht nur eine Lösung hin, sondern eine Rettung für die, die eigentlich den Tod verdient haben. Weisheit ist nicht nur irgendwas, wo du plötzlich eine Lösung hast, sondern Weisheit von oben schafft eine Lösung, eine offene Tür und macht aus Minus Plus. Nicht aus Minus irgendwie Null. Aus Minus macht er Plus. Er verherrlicht seinen Namen mit Weisheit. Wenn du es aus eigener Weisheit tust, dann war's das. Dann gehst du von Tragödie über Tragödie über Tragödie. Wenn du mit Weisheit von oben arbeitest, gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich lade dich ein, liebe Braut Jesu, liebes Volk Gottes, hör auf, aus eigener Weisheit zu arbeiten. Die Weisheit von unten, sagt das Wort, haben wir gerade eben gelesen, ist eine irdische, eine irdische, eben eine sinnliche und eine dämonische. Lasst uns diese Weisheit von oben nehmen. Eine Weisheit von oben ist richtig gut. Aber wie kriegen wir Weisheit von oben? Wie ist das möglich? Die Bibel ist sehr klar in Jakobus 1,5. Wir wollen nochmal reinklicken. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt,
Wer von euch hatte schon mal Mangel an Weisheit? So ungefähr täglich, gell? Ja, wenn ja jemand Weisheit mangelt, Achtung, jetzt ist für dich. So bitte er Gott. Alle zusammen? So bitte er Gott. Nicht deine Lobpreisleiter bitten, nicht deinen Pastor bitten, nicht deinen Ehepartner bitten, nicht die Regierung bitten, nicht den Arbeitgeber bitten, nicht die Bank bitten, sondern wen sollen wir bitten? Gott. Die erste Stufe, wenn du Weisheit brauchst, dann bitten wir Gott. Das ist der erste Schritt. Weisheit von oben kriegen wir, indem wir Gott bitten. Und jetzt Achtung, manche haben dieses Vaterbild, ich krieg sowieso nichts. Ich krieg sowieso ein Nein. Heute ist der Tag, dass du deinen Bettlermantel mal ausziehst. In Jesu Namen. Gott ist nicht wie dein Vater. Gott ist nicht wie dein Arbeitskollege. Gott ist nicht wie dein Geschäftskollege. Gott ist nicht wie dein Chef. Gott ist Gott. Und hier steht drin, wie er ist. Der, alle zusammen, der allen willig gibt. Er will dir geben. Und dann denkst du vielleicht, ja, vielleicht den Pastor und den Lobpreisleiter, aber nicht mir. Ich habe viel zu viel Sünde gemacht. Was steht hier drin? Nochmal. Der allen willig gibt. Wer von euch gehört zu der Gruppe von allen? Wunderbar. Du auch. Nicht wegen deinen tollen Taten, sondern wegen dem Werk am Kreuz, was er getan hat. Du bist gerecht durch das Blut Jesu Christi. Und wenn du bittest um Weisheit, dann ist dort Gott, der alle zusammen allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Alle zusammen. Und keine Vorwürfe macht. Wenn du zu Gott kommst, sagt er nicht, was hast denn du da letzte Woche gemacht? Was waren deine Gedanken heute früh? Hast du heute überhaupt schon Bibel gelesen? Sowas macht er nicht. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er gibt dir Weisheit willig. Der macht dir keine Vorwürfe, er gibt sie willig. Das steht so drin. Du musst verstehen, also wenn du Weisheit brauchst, gehst du nicht zu einem Kaugummiautomaten, wo du reinsteckst und das kriegst. Weisheit hat was zu tun mit einer Identität. Du musst verstehen, wer ist der himmlische Vater, der dir immer liebevoll, willig gibt und keine Vorwürfe macht. Amen. Jawohl, Amen. Und Achtung, was hier steht. Also weiter geht's. Und sie wird ihm gegeben werden. Bisschen mehr zusammen. Und sie wird ihm gegeben werden. Wenn du bittest, wirst du bekommen. Amen. Schmeiß die Erfahrungstheologie raus. Du hast schon 10-mal gebetet und nichts hast du bekommen. Weg damit. Du bekommst, wenn du bittest. Amen. Daniel Kolender, sagt euch was? Rainer Bonke? Rainer Bonke war doch dieser Mann Gottes, Daniel Kolender, der kleine Praktikant daneben und sagt, oh, ich muss das alles übernehmen hier. Und dann fragt Reinhard, wenn ich für 100 Leute bete und keiner wird geheilt, was soll ich tun? Und er sagt, Daniel, bin ich cool, ein Deutscher. Daniel, wenn du für 100 Leute betest und keiner wird geheilt, bete mit dem 101. so, wie wenn alle 100 geheilt worden wären. Heute hat er Millionen Menschen, die geheilt werden, weltweit, weil ein Mann im Glauben betet. Was meinst du, was geschieht, wenn du im Glauben zu Gott kommst? Wenn du bittest, wird Gott dir geben. Amen. Wenn du aber zweifelst, bekommst du... Amen. Der Schlüssel ist der Glaube. Woher kommt Glaube? Vom? Wenn dein Herz sagt Nein, sagt der Prediger vorne doch. Und deine Erfahrung sagt Nein und der Geist in dir sagt doch, 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 doch. Und wenn alle sagen Nein und deine tollen Freunde sagen Nein, sagt der Vater im Himmel doch. Höre auf Gott. Und er ist einer, der dir Weisheit gibt. Ich glaube, wir kommen in eine Phase hinein als Leib Christi, wo wir himmlische Weisheit brauchen. Wir können uns nicht mehr konzentrieren und verlassen auf die Regierung oder auf den Pastor oder auf die Gemeinde oder auf dein Rentensystem. Wir brauchen Jesus Christus und den Versorger der Versorger, den Herrn der Herren. Und da die Sache ist verbunden im Himmel. Und wenn du um Weisheit bittest, bekommst du diese Weisheit. Zusammen mit einer Ausrüstung. Ich habe gesehen, wie Menschen, die Gott bitten um Weisheit, in diesem Moment, wenn sie bitten, versetzen sie sich wie in den Himmel und kommen an diesen Ort des Rates, den ich gesehen habe. Das ist so cool. Du bist am Ort des Rates und während du bittest um eine Frage, kommen plötzlich die Engel drumherum und sie erklären dir alles. Ja, voll cool.
Die erklären dir einfach, die geben dir einfach die Antwort. Und die geben dir nicht nur die Antwort, sondern sie geben dir auch noch diese Ausrüstung. Wir haben im Himmel auch einen Gürtel. Oder im Geiste haben wir den Gürtel. Gürtel der Wahrheit. Und ich habe gesehen, wie diese Engel auch zu dieser Frage Ausrüstung gegeben haben. Wie so Zusätze am Gürtel, so Ausrüstungen. Und die kriegst du nicht, wenn du versuchst, das aus eigener Kraft zu tun. Die kannst du auch nicht auf der Erde kaufen. Himmlische Ausrüstung gibt es nur im Himmel. Und das Coole ist, das ist auch noch kostenlos. Und wenn du das benutzt, löst du unlösbare Situationen zur Verherrlichung Gottes. Das ist das Gute dabei. Ich möchte dich ermutigen darin, dass du das festhältst. Ja, ich schlage vor, dass wir es gleich praktisch machen, oder? Ja, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die nur Gott bitten um Weisheit. Schritt Nummer eins, erstmal brauchst du Weisheit. Du musst kapieren, dass dir Weisheit mangelt. Wenn du denkst, du hast alles drauf, dann ist die Eingangstür für himmlische Weisheit zu. Das nennt man auch Stolz. Wenn du denkst, ich habe alles drauf, ich kapiere alles, dann kommst du ja nicht zu diesem Mangelgedanken. Und die Bibel sagt, wem Weisheit mangelt. Du musst erstmal erkennen, dass du Weisheit brauchst. Schritt Nummer zwei, du bittest. Eine Person hat es kapiert. Schritt Nummer zwei, du bittest Gott. Und dieser Gott gibt wie vielen? Allen wie willig. Gibt allen willig. Und er macht keine Vorwürfe. Das musst du verstehen. Und dann steht da drin, wenn du ihn bittest, dann wird die Weisheit dir gegeben werden. So steht es drin. Entsprechend dem Wort wollen wir jetzt bitten. Seid ihr bereit? Lasst uns aufstehen zusammen. Sprechen wir einfach nach. Vater im Himmel, ich glaube deinem Wort. Mehr als meine Erfahrung. Mir mangelt an Weisheit. Entsprechend deinem Wort glaube ich dir und bitte dich, bitte gib mir Weisheit von oben. Und dein Wort sagt, dass du jedem willig gibst. Du gibst mir freiwillig und du machst keine Vorwürfe. Auch mir machst du keine Vorwürfe. Und dein Wort sagt, wenn ich dich bitte, dann wird mir Weisheit gegeben werden. Ich empfange diese Weisheit jetzt im Glauben, in meine Hand. Amen. Lass mal deine Augen zu und empfange jetzt vom Himmel Weisheit von oben. Gott teilt sie dir jetzt aus. Höre ihm jetzt zu. Gott teilt Weisheit aus. Danke, Jesus. Empfange himmlische Weisheit jetzt. In Jesu Namen. Amen. Bleib mal kurz stehen. Wer hat etwas bekommen vom Himmel? Musst nicht sagen, aber von Gott zeigen. Wow. Himmlische Weisheit wurde gegeben. Und sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern auch ein Täter. Halleluja. Amen. Darfst du hinsetzen. Wenn dir also Weisheit mangelt, was machst du? Du bittest Gott. Halleluja. Ganz praktisch. Seid ihr bereit, weiterzugehen im Himmel? Ich erzähle weiter. Am selben Ort des Rates und der Ausrüstung sprach Jesus zu mir, dass es hier mehrere Ebenen des Rates gibt. Das erstaunte mich sehr. Jesus und ich gingen zusammen auf die dritte Ebene dieses Ortes.
Soweit ich sehen konnte, gab es 5 Ebenen. Auf allen 5 Ebenen waren Menschen aus Gottes Volk, die von himmlischen Wesen ausgerüstet, informiert und beauftragt wurden. Ich fragte Jesus, was die unteren und die oberen Ebenen dieses Ortes voneinander unterscheiden. Jesus sagte mir, dass sich die meisten Kinder Gottes auf der ersten Ebene befinden. Das ist die Ebene für die eigenen Nöte, für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Fragen, für die eigene Familie und für die eigene Umgebung. Die Menschen, die auf der zweiten Ebene ausgerüstet werden, sind Kinder Gottes, die für ihre Gemeinde, für ihre Verwandtschaft, für ihre Stadt, für ihre Region beten und hierfür Weisheit benötigen. Hierfür sind andere Antworten notwendig und hierfür werden eigene Schlüssel zur Verfügung gestellt. Menschen auf der fünften Ebene regieren in der geistlichen Welt und nehmen ihre Fürbitte und ihren Regierungsauftrag sehr ernst. Sie holen sich regelmäßig Antworten, Anweisungen, Strategien und Ausrüstungen ab, mit denen sie die gesamte Braut Jesu auf der Erde beeinflussen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hab gesehen, je höher die Ebene wird, desto weniger Menschen sind dort. Auf der dritten Ebene geht es um den Einfluss für eine einzelne Nation, wie zum Beispiel für ganz Deutschland. Jesus führte mich auf diese Ebene des Ortes, des Rates und der Ausrüstung in einen Bereich, in dem 4 sehr edle, dunkelbraune Sessel waren. Es glich einem edlen Besprechungsbereich. Gleichzeitig war es aber kein abgeschlossener Raum, sondern ein offener Bereich auf dieser Ebene. Ähnlich wie die Bereiche auf der ersten Ebene, nur eben mit Sesseln. Als Jesus mich zu diesen 4 Sesseln führte, erschienen 2 weitere Wesen neben ihm. Ich dachte im ersten Moment, dass dies sicherlich Engel sein werden, die wichtig für den Auftrag werden, den Jesus mir geben wird. Als ich aber hinschaute, waren es keine Engel, sondern Elia und Mose. Ich war sehr erstaunt und erinnerte mich sofort an die Verklärung Jesu auf der Erde, als Elia und Mose auch dort erschienen. Lukas 9, Vers 30 und 31. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit, Achtung, und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Genauso wie damals Jesus mit Mose und Elia den Ausgang besprachen, verstand ich, dass nun eine Besprechung für die Zukunft zustande kommt. Wir 4, also Jesus, Elia, Mose und ich, saßen auf diesen 4 edlen Sesseln und Jesus begann und sprach. Daniel, in den nächsten Monaten werden Jahre kommen, die schwer sein werden für diese Erde. Sag meinem Volk, dass sie sich nicht verführen lassen dürfen. Sie werden von Kriegen und Kriegsgerichten hören, aber sie sollen sich nicht erschrecken. Sie sollen keine Angst zulassen. Es werden Erdbeben und Hungersnöte in verschiedenen Nationen sein. Aber auf meine Kinder kommt eine große Bedrängnis zu. Ebenso werden falsche Propheten aufstehen und viele von meinen Kindern verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Sage ihnen, dass sie die erste Liebe nicht verlieren sollen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Daniel, sag ihnen, ich komme bald. Gib diese Botschaft weiter. Ich verstand, wie wichtig es für Jesus ist, und ich entschied mich, dies an sein Volk weiterzugeben. Und ich spürte die Dringlichkeit in seinem Wort und erinnerte mich sofort an die Worte aus Matthäus Kapitel 24, Vers 1 bis 14. Wir werden sie gleich lesen. Mose saß daneben und nickte sehr ernst, da er wusste, wie wichtig diese Worte von Jesus für den Ausgang des Volkes Gottes auf der Erde sind. Er gab mir den Ratschlag, wie er damals auch ein großes Volk zu führen hatte,
und dies nur mit der Weisheit und der Kraft Gottes selbst machen konnte. Er sagte mir, dass es wichtig ist, auf Gott zu hören und gehorsam das zu tun, was er sagt. Das ist sehr wichtig für ein himmlisches Gelingen. Elia saß auch daneben und mit ihm war in keiner Weise zu scherzen. Er nahm die Sache sehr ernst und schaute mir in die Augen und sagte, dass die, die mit mir sind, sind mehr als die, die gegen mich sind. Das hat mich tief berührt und ich erinnerte mich an die Aussagen von Elisa. In 2. Könige, Kapitel 6, Vers 16. Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Ich habe verstanden, dass hinter dem Volk Gottes ein mächtiges Volk von himmlischen Wesen Gottes steht. Und das hat mich sehr ermutigt. Mit diesen Worten standen wir zu viert auf und Elia und Mose gingen von uns weg. Jesus führte mich weg von diesem Ort des Rates und der Ausrüstung und ich verstand, dass ich hier jederzeit zurückkommen kann und soll, indem ich im Glauben um Weisheit bitte. Liebe Braut Jesu, liebe deutschsprachige Gemeinde Jesu, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebes Volk Gottes, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, dich zu informieren, dir das zu sagen und das ist ernst. Hier geht es nicht um irgendein Spiel, hier geht es nicht um irgendein Hobby, hier geht es um über dein ewiges Leben. Und er hat mir diese Aufgabe gegeben, es dir zu sagen und ich möchte dich erinnern, es werden schwere Zeiten auf dieser Erde kommen, aber Gott will, dass du dich nicht verführen lassen wirst auf dieser Erde. Lass dich nicht verführen. Und wenn Kriege und Kriegsgerüchte kommen, tu dich nicht auf diese Kriege konzentrieren, sondern die Bibel sagt, konzentriere dich auf etwas, nämlich lass dich nicht erschrecken. Amen. Lass keine Angst zu in den nächsten Monaten und Jahren auf dieser Erde. Amen. Liebe Braut Christi in Deutschland, wir werden von Erdbeben und Hungersnöten hören auf verschiedenen Nationen, verschiedenen Teilen der Erde. Da kommt Bedrängnis zu. Es kommen Haufen falsche Propheten, vor allem auf YouTube und auf Social Media. Die kommen einfach und sie werden einige von den Kindern Gottes verführen. Wir haben die letzten Jahre schon einige verführt gesehen. Bitte lass dich nicht verführen. Das ist kein Spiel hier. Das ist wichtig. Lass dich bitte nicht verführen. Wenn die Gesetzlichkeit Oberhand nehmen wird, oder die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Ich soll dir von Jesus sagen, dass du deine Liebe nicht verlieren sollst. Amen. Lass deine Liebe nicht erkalten. Bitte harre aus, halte aus bis zum Ende und dann wirst du gerettet. Das Ziel ist, dass wir am Ende gerettet werden. Nicht nur du, sondern du und dein ganzes Haus. Lassen wir das im Glauben, halten wir das fest und harren wir aus bis ans Ende, damit wir gerettet werden. Das Endziel ist, dass das Evangelium des Reiches Gottes gepredigt wird auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das Ende kommt nicht, wenn Kriege zunehmen. Das Ende kommt nicht, wenn die falschen Propheten kommen. Das Ende kommt nicht, wenn Hungersnöte zu sehen sind. Das Ende kommt nicht, wenn die Tragödie groß wird. Das Ende kommt, wenn wir unseren Auftrag erfüllen und das Wort Gottes predigen. Das Ende kommt, wenn du in die Nationen gehst, und Deutschland ist auch eine Nation, deine Nachbarschaft ist auch eine Nation, deine Familie ist auch eine Nation. Und wenn du in die Nationen gehst und das Wort Gottes, des Reiches Gottes predigst, dann sagt Jesus, dann wird das Ende kommen. Wie viele Leute schauen immer auf die ganzen Probleme und die Zeichen der Zeit, die da jetzt endlich mal kommen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Bringt genau gar nichts. Das Ende kommt dann, wenn das Evangelium gepredigt wird. Lass uns das Evangelium predigen, das ist die Botschaft der Botschaften überhaupt. Kostenlos und die einzige Botschaft, die rettet. Nichts anderes rettet, außer der Name Jesu Christi. Und über den Namen Jesu Christi wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Keine andere Religion rettet, auch die Christenreligion rettet nicht, nur ein Glaube an den lebendigen Jesus Christus rettet. Und ich lade dich ein, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft, das verkündigen wir, das ist der Inhalt der Gemeinde. Wir spielen hier nicht Gemeinde, wir sind Gemeinde.
ein Rettungsboot, wo Menschen zum Glauben kommen, geheilt werden und befreit werden. Dafür hat Jesus uns hier hereingebracht. Lasst uns das Evangelium predigen, Menschen freisetzen und Menschen ja, zum Glauben führen. Halleluja. Und alle sagen? Lass uns aufschlagen, Matthäus 24. Wortwörtlich hören, was Jesus gesagt hat in seinem Wort. Wir wollen hineingehen. Jesus hat mir gesagt, lehre mein Volk. Und wir werden am Ende der Botschaft, werden wir diesen Teil, den Jesus mir gesagt hat, in zwei Sprachen noch einmal rausgehen, gleichzeitig sagen, damit das in den sozialen Medien weiter verbreitet wird und von vielen gehört wird, weil es eine wichtige Botschaft ist. Lass uns hineinschauen in Matthäus 24, Vers 4 bis 14. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Alle zusammen? Seht zu, dass euch niemand verführt. Die Aufgabe, die wir haben heute als die Generation, die so weit an Jesu kommen ist wie keine andere, hat eine Aufgabe, alle zusammen, seht zu, dass euch niemand verführt. Woher kommen die meisten Verführungen? Von irgendwelchen Leuten, die bekannt sind und die irgendwelche schön sich anhörenden Theologien sagen, aber inhaltlich dich wegführen von dem Erlöser Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halte fest und lass dich nicht verführen. Und selbst wenn du irgendwas hörst, was so toll ist und du denkst, du hast jetzt die Erkenntnis überhaupt, es gibt keine Erkenntnis über die Erkenntnis, die geschrieben ist, und das ist Jesus Christus. Jawohl, manche lächeln und sagen, ja, ja, weiter. Wunderbar, Vers 5. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Liebe Leute, das haben wir schon erlebt im Missionswerk Strahlender Freude. Macht diesen Quatsch bitte nicht. Und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, sagt Jesus, seht zu und erschreckt nicht. Wenn du so ein Ding hörst und wenn du so eine Nachricht kriegst, nicht, Nein, du weißt es doch jetzt schon. Bitte nicht rumerschrecken. In diesem Moment machst du eine Tür auf, wo der Teufel gerade mit dem Geist der Angst dich blocken kann. Und der Geist der Angst ist einer der größten Feinde, die lassen wir nicht zu in unserer Gemeinde. Erschreckt nicht, es steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Brauchst du nicht überrascht sein oder erschreckt werden, steht schon drin, lest das Wort. Genau. So steht es drin. Denn es muss geschehen, sagt Jesus, aber das ist noch nicht das Ende. Und manche Menschen denken wirklich, diese ganzen Kriege, das ist das Ende. Jesus sagt, nein, das ist noch nicht das Ende. Das Evangelium muss gepredigt werden. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Wie viele Leute reden die ganze Zeit, oh, und Russland gegen Ukraine und Hamas gegen Israel und das und das und das und das und das. Hör, nimm doch mal deine Zeit und predige das Evangelium. Viel wichtiger wie Nation gegen Nation, Nation gegen Nation. Nimm deinen Auftrag und mach das, was Gott dir sagt. Steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Ich wäre Amen cool. Jawohl, wunderbar. Das ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und töten. Liebe Leute, das Hollywood-Christentum ist nicht das Christentum der Bibel. Es wird Bedrängnis und Menschen werden getötet werden. Dadurch werden aber Menschen zum Glauben kommen. Und die Erweckung Gottes wird sich ausbreiten in Jesu Namen. Das ist der Inhalt. Wir sind wie Salz, ja? Wenn Salz reinkommt, dann wird's salzig und wird gut. Halleluja. Ich weiß, es ist keine tolle Botschaft, aber es ist das, was das Wort sagt. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst, um meines Namens willen. Das sind die Kosten der Nachfolge. Die Kosten der Nachfolge. Und sie werden viele zu Fall kommen. Ja, oder werden viele zu Fall kommen. Und werden einander überliefern und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen. Das haben wir schon erlebt die letzten 4 Jahre. Enorm. Wie viele Gespräche hatte ich mit Leuten, die sagen, ich gehe jetzt aus der Gemeinde raus, ihr seid nicht mehr richtig, denn ich habe Folgendes gehört auf Social Media. Und dann erzählen sie stundenlang ihre neue Theologie und gehen aus ihrer Ortsgemeinde raus und gehen in die Internetgruppe hinein. Und die Frucht daraus ist, sie sind rausgerissen und sehen das gar nicht. Und sind wie Schafe, wo der Feind einfach kommt. Bitte mach das nicht. Bleibe im Wort Gottes und bleib treu in seiner Braut. Lass dich nicht verführen, auch nicht von falschen Propheten. Wisst ihr, das Problem ist mit den falschen Propheten, die wissen ja gar nicht, dass sie falsche Propheten sind. Die denken ja, die machen alles richtig. Liebe Leute, glaubt mir persönlich gar nichts. Glaubt dem Wort.
Folgt nicht mir, folgt Jesus. Wenn du mir folgst, wirst du verführt. Wenn du Jesus folgst, dann nicht, ja? Und ein Prediger, der das Wort predigt, so wie es geschrieben steht, den kannst du zuhören. Ja, das ist wichtig, okay? Okay, weiter geht's. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Das sagt Jesus. Das sind die Worte Jesu in der letzten Zeit. Aber unsere Liebe wird nicht erkalten. Wenn du mehr dazu wissen willst, gib einfach meinen Namen ein, lass deine Liebe nicht erkalten. Da erzähle ich eine Stunde lang, wie das funktioniert. Wir lassen unsere erste Liebe nicht erkalten. Und dann Vers 13, alle zusammen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wow. Wer von euch will ausharren bis ans Ende? Wir werden ausharren bis ans Ende. Wir werden nicht abdriften in Jesu Namen. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden uns nicht verführen lassen. Amen. Durchhalten bis zum Ende. Das sagt Jesus. Und jetzt kommt der wichtigste Satz von dem ganzen Ding, Vers 14. Die meisten bleiben immer auf den ersten stehen und denken, wie schlimm ist alles. Jetzt kommt die frohe Botschaft, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Alle zusammen. Und dann wird das Ende kommen. Wir freuen uns auf das Ende, wenn Jesus Christus seine Gemeinde abholt. Amen. Aber wann er kommt, liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand. Was musst du machen? Das Evangelium predigen. Deine Aufgabe. Ich wollte nie Prediger werden. Heute mache ich den besten Job, den es überhaupt gibt. Wort Gottes predigen. Ja. Und ich lade dich ein, sei ein Prediger. Ja, das ist gut. Da, wo du bist, wenn du Kaffeekranz mit Tante Emma irgendwie hast, dann könnt ihr über irgendwelche Sachen reden. Zum Beispiel über die EM. Ist ja alles okay. Aber dann bring die Kurve und sag, Jesus Christus rettet. Brauchst du Heilung? Komm, ich leg die Hände auf. Und plötzlich ändert sich die Atmosphäre dramatisch. In deinem Kaffeekranz-Atmosphäre. Da kommt Reich Gottes hinein. Ja? Jesus sagt in Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführt. Was ist diese Verführung? Er sagt, schau, dass dich niemand verführt. Weiterklicken. Seht zu, dass euch niemand verführt. Immer weiter, jawohl. Bis nach 14, genau. Seht zu, dass euch niemand verführt. Alle zusammen. Seht zu, dass euch niemand verführt. Wie ist das möglich? Verführung und Irreführung begann schon im Sündenfall. Bis heute noch. Genau das Gleiche. Verführung spielt in der Endzeit eine große Rolle. Und hinter jeder Irrlehre steckt der Feind. Und wir wollen mal schauen, wie funktioniert nach dem Wort Gottes Verführung bei Adam und Eva. Und davon können wir lernen, dass wir es heute nicht zulassen in unser Leben. Punkt Nummer 1, er lässt uns das Wort Gottes anzweifeln. Das ist das Erste. Kennt ihr die Geschichte? In 1. Mose 3, hat Gott wirklich gesagt? Zweifel kommen rein. Hat Gott wirklich gesagt? Beispiel von heute. Gottes Wort macht klare Aussage, doch wir beginnen eigene Interpretationen, eigene Auslegungen zu finden, damit wir unser Handeln rechtfertigen können. Was Gott sagt, hat Gott gesagt und es bleibt so, wie es ist. Ende. Fertig. Nicht deine Auslegung ist da. Der tolle Professor Dr. Irgendwas hat gesagt, hey, es gibt einen König der Könige. Wenn er was sagt, bleibt es so, wie es ist. Fertig, ja? Und nicht, was irgendein Prediger sagt, sondern was Jesus Christus sagt. Der Satan hat Eva auch schon erzählt, ja, dass Gott das nicht so gemeint hätte, wie er es gesagt hat. Wie oft höre ich das von Menschen? Das ist aber historisch kritisch zu sehen. Muss man heute anders interpretieren? Nein, wie es geschrieben steht, so hat es Gott auch gemeint. Stell dir mal vor, du gehst in Urlaub, ja? Du machst einen Zettel hin, deine Kinder lesen es. Also, Zimmer aufräumen, Spülmaschine ausräumen und alles saugen. Klare Anweisung, oder? Du gehst weg und dann beratschlagen die vier Kinder sich. Das ist wahrscheinlich nicht so gemeint, wie es geschrieben ist. Wahrscheinlich müsste man das heute anders sehen. Und diese ganzen Erklärungen bringen dazu, dass weder die Spülmaschine ausgeräumt ist, noch gesaugt ist, noch irgendwas aufgeräumt ist. Genau das Gleiche machen wir mit dem Wort Gottes. Wenn Gott was sagt, macht er das unmissverständlich. Bleib bitte dabei und lass dich nicht vom Teufel belügen. Punkt Nummer 2, der Teufel verleugnet das Wort Gottes. Keineswegs werdet ihr sterben, sagt der Teufel. Also Gott sagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Oder?
Der Teufel dreht das alles um und sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Genau das Gegenteil. Und in den letzten Tagen wird das, was gut ist, schlecht gemeint. Das, was böse ist, wird gut gemeint werden und andersrum. Genau in diesen Zeiten leben wir heute. Genau das ist der Weg der Verführung. Lass das nicht zu, das hat der Teufel schon damals geschafft bei Adam und Eva. Gleiche Taktik heute. Sobald wir beginnen, eigene Interpretationen zur Bibel zu finden, werden wir im Herzen eigentlich, und wir wissen im Herzen eigentlich schon, dass sie falsch sind, öffnet es die Türen immer weiter, bis wir das Wort Gottes, wie es geschrieben ist, schlussendlich nicht mehr annehmen. Punkt Nummer 3, der Teufel ersetzt das Wort Gottes. 1. Mose 3, Vers 5, da steht drin, und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Da kommen Leute, die dann zu dir sagen, boah, dann wirst du sein wie Gott. Dann wirst du sein, ganz oben. Und plötzlich wird etwas getriggert in deinem Herzen. Deine Berufung, dein Wunsch, irgendwas wird getriggert. Und dann ersetzt der Teufel mit Verführung etwas in deinem Herzen, nimmt das Wort raus und ersetzt es mit einem Trigger, was damals schon funktioniert hat. Punkt Nummer 4, er schmälert das Wort oder Gottes Güte. Das ist echt cool. 1. Mose auch 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feindes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, Achtung, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Oder andere Übersetzung, hat Gott wirklich gesagt, von keinem Baum darfst du essen? Also er dramatisiert das ganze Ding. Er schmälert die Güte Gottes und sagt, was, so ist Gott? Das Gleiche hören wir heute. Was? Du darfst nicht besaufen? Was? Drogen darfst du nicht nehmen? Was? Was ist das für ein Gott? Genau das Gleiche. Und eigentlich sind es Schutzmechanismen, wo Gott dich schützt. Und der Teufel macht es so groß, hat er damals schon geschafft, und so läuft Verführung heute ab. Satan lässt uns glauben, dass Gott kein guter Vater ist, sondern ein geiziger Mann, der nichts Gutes geben will. Aber die Wahrheit ist, Gott gibt dir willig. Er macht keine Vorwürfe. Er ist der gute Gott. Ja? Lass die Güte Gottes nicht schmälern. Punkt Nummer 5, er dramatisiert die Beschränkungen Gottes. 1. Mose 3, Vers 2 bis 3. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, Achtung, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Essen und berühren. Was hat Gott wirklich gesagt? Gott hat nie davon gesprochen, dass der Baum nicht berührt werden darf. Aber durch den Einfluss des Teufels werden die Restriktionen, also Beschränkungen Gottes, größer und unverständlicher. Und plötzlich ist da eine Saat gesät im Herzen von der Eva, was Gott niemals gesagt hat. Weil der Teufel dramatisiert die Beschränkungen Gottes. Weißt du warum? Weil es bringt viele Klickzahlen. Und dahinter steckt eine Verführung. Nur so funktionieren die Medien. Toller Überschrift. Boah, das kann doch gar nicht sein. Plötzlich wird dein Herz wird ergriffen und plötzlich kommt Verführung zustande. Ich lade dich ein, mach das nicht. Und Punkt Nummer 6, er verringert die Strafe Gottes. 1. Mose 3, 4 sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Gott sagt, ihr werdet sterben. Und der Teufel sagt, keineswegs. Der Feind wird dir niemals helfen. Jeder seiner Taktiken führt zu Sklaverei und zu Tod. Matthäus 24, 23 bis 27. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Alle zusammen? So glaubt es nicht. Also wie viel habe ich jetzt wieder gehört? Ah, Leute aus unserer Gemeinde kriegen irgendeine Social-Media-Nachricht. Und Jesus wird kommen, genau dort, an die Uhrzeit, genau das. Und gehen aus der Gemeinde raus und glauben so ein Quatsch. Dass Jesus genau da kommen wird. Genau das, sagt Jesus, glaubt dem nicht. Ist schon geschehen die letzten Jahre. Macht das bitte nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten verführen. Also du bist auserwählt und es ist ein Versuch, dich zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe in den Kammern, so glaubt es nicht.
Denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Bitte glaubt niemand, der dir sagt, genau da kommt Jesus jetzt. Also eins kann ich dir sagen, genau dann wird er nicht kommen. Also 100%. Also 100%, weil wir wissen es ja nicht. Wichtiger ist nicht, was du weißt, wann er kommt. Wichtig ist, dass du das Wort Gottes predigst allen Nationen. Und wenn er morgen kommt, preis den Herrn. Wenn er noch 20 Jahre braucht, preis den Herrn. Wir machen weiter. Wir lassen uns nicht verführen. Fertig, ja. Und nicht rumüberlegen. Ich war immer in so einem Hauskreis, so ein hypercharismatischer, ja. Haben sie mitbekommen, dass ich ein Prophet bin und dann prophezei ich da. Und dann sagen sie, Daniel, das Wort sagt, wir wissen nicht den Tag oder die Stunde. Ja. Aber da steht nichts von der Woche. Kannst du uns als Prophet sagen, in welcher Woche Jesus kommt? Und plötzlich wird da etwas getriggert. Seht ihr das, wo Verführung kommt? Hört auf mit so einem Quatsch. Das ist nicht unsere Frage. Die Frage ist, wie können wir fördern, dass Jesus wiederkommt? Und dass Jesus wiederkommt, brauchen wir das Wort Gottes und wir müssen den Auftrag erfüllen. Das ist wichtig, ja? Offenbarung 12, 9, da steht drin. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Der Teufel ist jemand, der den ganzen Erdkreis verführt. Er versucht, dich zu verführen, wie es auch nur geht, mit den Punkten, die wir gerade eben gelernt haben, wo er schon Erfolg hatte bei Adam und Eva. Und ich möchte hier einen Mann zitieren, der heißt David Jeremiah. Es wurde einmal gefragt, oder ich wurde einmal gefragt, wie kann es sein, dass der Antichrist jemals die ganze Erde verführen kann? Wisst ihr, wir bereiten gerade den Weg für ihn. Er wird es nicht schwer haben. Er wird etwas sagen und die ganze Welt wird es glauben. Das haben wir jetzt gesehen zu Corona, genau das Gleiche. Hör auf, der Welt zu glauben, glaube dem Wort Gottes. Was ist die Lösung gegen Verführung? Nächste Seite. Die Lösung gegen Verführung ist das geschriebene Wort Gottes. Wenn du raus willst aus Verführung, glaube dem Wort Gottes. Fertig, ja? Es steht geschrieben schon seit 2000 Jahren. Das Ding verändert sich auch nicht und muss man auch nicht systematisch irgendwie auseinandernehmen. So wie es geschrieben steht, ist es. Ende. Ja, fertig. Dann sagt Jesus, seht zu und erschreckt nicht. Lukas 21, 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen. Aber das Ende ist nicht so gleich da. Lukas 21, 25 bis 29. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Stern und auf der Erde Angst der Nation und Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Achtung! Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Was können wir also tun, wenn wir von großen Tragödien hören? Nicht erschrecken, dann bist du zur falschen Gruppe. Die richtige Gruppe macht, juhu, Jesus kommt bald wieder. Großes Problem kommt, preis den Herrn, ich schaue auf den Herrn. Er kommt bald wieder, meine Erlösung naht. Psalm 34, Vers 5, was kannst du machen gegen Ängste? Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Alle zusammen. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Schon im alten Bund hat Gott sein Volk aus Ängsten gerettet. Wie viel mehr heute mit dir? Und dann sagt er in 2. Timotheus 1, 7, sagt Gott hier, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, Jaul oder Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Du hast einen Geist der Kraft in dir. Du hast einen Geist der Liebe in dir. Du hast den Geist der Besonnenheit in dir. Aber du hast keinen Geist der Angst. Amen. Wenn du Angst reinkommen willst, schmeiß Angst raus. Wie? Die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Angst vergrößert das Problem und vergisst die Kraft Gottes. Jedoch Glaube verherrlicht Gott und vergisst das Problem. Ja, nächste Seite. Ator, kannst du weiterklicken?
Genau. Angst vergrößert das Problem und vergisst die Kraft Gottes. Glaube jedoch verherrlicht Gott und vergisst das Problem. Also, wenn du deinen Mund aufmachst, weiß man gleich, auf was du guckst. Wenn du den Mund aufmachst und mehr wie 3 Minuten redest, sehe ich ganz schnell, ob ein Problem rauskommt aus deinem Mund oder ob Gott rauskommt aus deinem Mund. Jetzt wird's ruhig. Todd White sagt, Angst ist die Sprache der Hölle. Sprich nicht die Sprache der Hölle. Glaube ist die Sprache des Himmels. Es steht geschrieben, fertig. Das ist der Himmel. Lass uns die Sprache des Himmels sprechen. Die Bibel sagt, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Was ist diese Gesetzlosigkeit? Ich habe darüber gesprochen schon. Bei Lass deine Liebe nicht erkalten kannst du gerne reinklicken, dann ist ausführlicher. Kurz zusammengefasst, Gesetzlosigkeit ist die Missachtung der Gesetze. Die Zunahme von unmoralischem Verhalten, Schamlosigkeit, Rebellion gegen Gott. Die Folge ist gottlose sexuelle Praktiken. Ehebruch, Pornografie, Drogen, gottlose Musik und so weiter. Jesus sagt, es wird sein, Vers 37, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Gerhard Meyer hat ein Zitat gemacht, das finde ich ziemlich stark. Das könnt ihr hier vorne lesen. Bitte weiterklicken. Wir halten Liebe häufig für etwas Freies, Spontanes, was keiner Gesetze oder Disziplin bedarf. Wo immer aber Disziplin und Gesetz missachtet werden, erkaltet die Liebe. Losgelöst vom Gesetz Gottes wird das Evangelium zu einer flachen, billigen Gnade. Unter dem Begriff Freiheit, die alles erlaubt. Häufig merkt man die Auswirkungen der Gesetzlosigkeit im Bereich der Ehe und Sexualität. Gottlosigkeit zerstört Vertrauen, Zuverlässigkeit, Demut, Pflicht, Hingabe, Gehorsam, Treue und so weiter. Liebe und Beziehung brauchen eine gesunde Ordnung. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, ein Ausdruck und eine Haltung des Herzens. Liebe muss auf Grundsätze und Prinzipien gebaut sein. Und da gibt es eine Schöpfungsordnung für die Ehe, für die Familie, für die Gesellschaft und für unser Leben in Beziehung. Diese Ordnung wurde vom Schöpfer selbst festgelegt. Wer sie nicht kennt und sie missachtet, wird staunen, wie schnell die Liebe erkalten kann. Bitte lass deine Liebe nicht erkalten. Komm langsam zum Ende. Und was ist das Endziel? Matthäus 24, Vers 14. Alle zusammen. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Liebe Leute, bitte entscheidet euch, Botschafter des Himmels zu sein. Das Evangelium muss gepredigt werden. Durch wen? Durch uns. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Wir werden jetzt gleich den letzten Auszug, den Gott mir gegeben hat, für die Braut Jesu in 2 Sprachen gleich hören. Susi wird es übersetzen. Lobpreis kann schon vorkommen. Nachdem ich es ausgesprochen habe, in 2 Sprachen, werden wir Gott anbeten noch einmal. So groß ist der Herr, werden wir singen. Mit der Entscheidung, dass du singst, machst du einfach eine Entscheidung und sagst, Jesus, ich entscheide mich, mich nicht verführen zu lassen, mich nicht erschrecken zu lassen, meine Liebe nicht erkalten zu lassen, auszuharren, durchzuhalten bis zum Ende. Bist du bereit dafür? Das ist die Entscheidung, die du treffen kannst. Dass wir die Worte, die Jesus gesagt hat, ernst nehmen. Und damit das Evangelium gepredigt wird, müssen wir das aussprechen. Und wir wollen es jetzt in 2 Sprachen, damit es eben treffen kann. Wir werden den Segen für das Ende, ja, Ende des Gottesdienstes jetzt gleich machen. Du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Amen. Damit wir dann gleich in die Atmosphäre des Glaubens hoch können. Susi, meine Schwester Susi kommt. 2 Exlers auf einen Haufen. Halleluja. Genau. Okay. Ja. Ich lade dich ein. Mach deine Augen einfach zu und höre, was der Geist Gottes der Gemeinde zu sagen hat. Daniel, in den nächsten Monaten und Jahren kommen schwere Zeiten auf die Erde zu. In the coming months and years, difficult times will come to this earth. Sag meinem Volk, dass sie sich nicht verführen lassen sollen. Tell my people that they should not be led astray. Sie werden von Kriegen und Kriegsgerüchten hören.
They will hear of wars and rumors of wars. Aber sie sollen sich nicht erschrecken lassen. But they should not be frightened. Sie sollen keine Angst zulassen. They should not allow fear. Es werden Erdbeben und Hungersnöte in verschiedenen Nationen sein. There will be earthquakes and famines in various nations. Auf meinen Kindern kommt eine große Bedrängnis zu. Great tribulation will come upon my children. Ebenso werden viele falsche Propheten aufstehen. Likewise, many false prophets will arise. Und werden viele von meinen Kindern verführen. And lead many of my children astray. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, and because lawlessness will abound, wird die Liebe der meisten erkalten. The love of most will grow cold. Sag ihnen, dass sie die erste Liebe nicht verlieren sollen. Tell them that they should not lose their first love. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. But whoever endures to the end will be saved. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. And the gospel of the kingdom will be preached throughout the whole world. Alle Nationen zu einem Zeugnis. As a testimony to all nations. Und dann wird das Ende kommen. And then the end will come. Ich komme bald. I'm coming soon.